So, ich bin die Einzige, die die Maske abnehmen darf im Moment, was sehr angenehm ist. Lieber Moritz, lieber Rüdiger, lieber Herr Professor Hörisch, liebe Kollegen, liebe Eltern, liebe Schüler. Was Sie eben gehört haben, war Matthias Wurm mit seinem Gitarrensolo Always With You, Always With Me von Joe Satriani. Sein Soloprogramm ist entstanden während ca. 10 Jahren Produktdemonstration auf Messen in Nordamerika und Europa für unzählige Gitarren- und Industriefirmen. Er hat Gitarre studiert in München und Los Angeles, tritt live in verschiedenen Bandformationen auf, kann aber auch auf 4 CDs mit verschiedenen Bands zurückblicken. Unter anderem auch auf eine Produktion in Estland mit dem finnischen Eurovision Song Contest Team. Ich darf Sie jetzt sehr herzlich begrüßen zu unserer Oktoberausstellung 2020. Eine in mehrfacher Hinsicht herausstechende Ausstellung. Zum einen herausragend durch den Glamour, den Moritz, Götze und Günter Giebler mit ihrer Ausstellung Grand Tour in unser Tullerhaus tragen. Zum anderen durch die besonderen Bedingungen, unter denen diese Veranstaltung durchgeführt wird. Da wir keine im eigentlichen Sinne kommerzielle Galerie sind, haben wir uns sehr gut überlegt, ob wir diese Veranstaltung stattfinden lassen. Die besonderen Vorbereitungen haben uns im Hamsterrad der ersten beiden Schulwochen noch einmal besonders herausgefordert und waren aufgrund unseres wohlüberlegten Hygienekonzepts, man kann es so sagen, ein zusätzlicher Kraftakt. Aber für meine Kollegin Susanne Klär und mich war auch klar, dass wir uns von der Pandemie nicht abschrecken lassen möchten. Die sogenannte neue Normalität verlangt den Kunst- und Kulturschaffenden sehr viel ab. Den Lehrern und Schülern wurden in den letzten Monaten sowieso schon so viel genommen. Im Homeschooling mussten wir verzichten auf Kollegen, Freunde, den Lehrer als Bezugsperson, den strukturgebenden Unterricht, Schulausflüge, Musikauftritte, Schulfeste und auch weiterhin auf Klassenfahrten. Alles, was das Schulleben ungemein bereichert, zusammengeführt, die Gemeinschaft stärkt und Freude macht, war und ist zum Teil noch nicht wieder möglich. In einer solchen Normalität sollten wir uns keinesfalls dauerhaft einrichten. Zudem sorgen wir uns um unsere Künstler, die in den letzten Monaten durch abgesagte Ausstellungen sowie fehlende Honorare für Kunstunterricht oder anderweitig unmöglich gewordene Lehraufträge starke Erwerbseinbußen zu verzeichnen haben. Und wo es am Ende an Kultur fehlt, können Abstumpfung und Verrohung Raum gewinnen. Deswegen hält die Galerie im Tuller der Pandemie mit dieser Vernissage klar dagegen. Nun zu unseren Künstlern. Wir zeigen dieses Mal das Duo Moritz Götze und Rüdiger Giebler aus Halle. Zunächst einmal sind sie beide aufgewachsen in der DDR, beide Global Player und Freunde seit Kindertagen. Als ich vor einigen Monaten mit meiner Familie zu Besuch bei Moritz Götze und Rüdiger Giebler war, vielleicht könnt ihr euch kurz mal zeigen, als wir zu Besuch bei Moritz Götze und Rüdiger Giebler waren, haben wir gebannt gelauscht und sind erfüllt von deren Erzählungen nach Hause gefahren. In kurzer Zeit hatte uns Moritz Götze sein Künstlerleben in der DDR und damit eine besondere Welt eröffnet. Moritz Götze, der einer der berühmtesten ostdeutschen Künstlerfamilien entstammt, war damals einer, der immer wieder über die Stränge schlug und provozierte, der sich nicht einschüchtern ließ, genau wie sein Vater, Wassja Götze, Professor an der Kunsthochschule Burgiewichenstein. Er malte uns aus, was mit denen passierte, die keine Fürsprecher hatten, wie das war, wenn man mit dem Staat in Konflikt kam. Götze ließ sich zunächst zum Möbeltischler ausbilden. Zudem war er Punksänger und Gitarrist. Und in diesem Zusammenhang hat er als Autodidakt den Siebdruck erprobt, um Plakate für Bands und Künstlerfreunde herzustellen. Diese frühen Siebdrucke waren sowohl expressiv und gegen jede Tradition, dass ihn die Kritiker als Wunderkind feierten. Frei von akademischem Ballast. Damit war der Künstler Moritz Götze geboren. Ebenso spannend wie sein Leben sind die Geschichten, die seine Arbeiten erzählen. Rüdiger Giebler war Landvermesser, bevor er an der Kunsthochschule Burgiewichenstein zu studieren begann.
aus dem goldenen Käfig der DDR mit Zensur auf der einen und Staatsaufträgen auf der anderen Seite entlassen, hatte auch seine Kunst, sich auf dem großen, freien Markt zu behaupten. Und dies tut sie seitdem. Eine ansteckende, animierende Vitalität zeichnet seine Bildwelt bis heute aus. Made in Kaisers Aschern lautet also der Titel dieser Grand Tour, die Rüdiger Giebler und Moritz Götze seit 2 Jahren rund um den Erdball führt. Von Brüssel, London und Paris über Australien und Neuseeland bis nach New York. Grand Tour, so nannte man im 18. Jahrhundert Bildungsreisen, auf die junge Adlige quer durch Europa gesandt wurden, um die Welt kennenzulernen. Die beiden Malerfreunde begannen also ihre Ausbildung in der DDR und sind heute selbstgewählte Botschafter des vor berühmten Denkern und sonstigen Größen nur so strotzenden Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Ostdeutsche Provinz voller Geschichte. Land der Burgen, der Schlachtfelder des 30-jährigen Krieges und glanzvoller Barockresidenzen, gleichzeitig Wiege der deutschen Chemieindustrie und Zeuge blutig niedergeschlagener Arbeiteraufstände. Davon erzählen die Arbeiten der Maler in kleinen Geschichten. In diese wird Herr Professor Hörisch im Anschluss einführen. Treten Sie gerne an uns und die beiden Künstler heran. 30% jeder verkauften Arbeit gehen darüber hinaus an unseren Förderverein. Bevor ich an Herrn Professor Hörisch übergebe, geht unsererseits noch ein ganz herzlicher Dank an Sie, Herr Professor Hörisch, für Ihre Bereitschaft, hier heute Abend zu sprechen und Ihr beeindruckendes geschichtliches und literarisches Wissen mit den Arbeiten von Götze und Giebler zu verknüpfen. An unsere Galerieschüler, die sehe ich jetzt nicht, die wie immer die Künstler und uns beim Hängen clever mit Gespür dafür, was, wo und wie angepackt werden muss, tatkräftig unterstützt haben. Ein sehr großer Dank geht auch an Peter und Barbara Schmidt, unsere beiden guten Seelen, die für leibliches und seelisches Wohl der mit Ihnen schon lange bekannten Künstler sorgen und Ihnen Herberge bieten und darüber hinaus auch in der Galerie, wie sie jetzt besteht, nicht wegzudenken sind. Peter, steh doch mal auf. An unseren Profi-Gitarristen Matthias Wurm für sein Solo. Er gilt als Mann unserer gleichnamigen Kollegin Anna Wurm im weitesten Sinne als Tulaner und ist hier kein Unbekannter. Ich habe hier ein paar Flyer dabei oder ein paar Karten, denn die beiden geben zusammen ganz tolle Wohnzimmerkonzerte und wer da Interesse hat, darf sich gerne ein Kärtchen abholen bei mir. Das Singen und Musizieren war nicht und ist in der Schule weiterhin nicht im gekannten Maße möglich, was uns hinsichtlich der Musik für heute Abend sehr stark eingeschränkt hat. Und so kam aber ein beeindruckendes Gitarrensolo dabei raus, was, wie wir meinen, heute sehr gut zu den Künstlern passt. Und dieses Mal geht auch noch ein ganz besonderer Dank an euch knapp 20 Kollegen, die uns heute Abend oder in der Vorbereitung der Vernissage unterstützt haben. Ohne eure Bereitschaft zur Mithilfe ist das Projekt Galerie Tulla in Tulla gar nicht denkbar. Mit euch gemeinsam haben wir dieses Mal geschafft, die Vernissage unter diesen Vorzeichen im Wahnsinn der ersten Schulwochen möglich zu machen. Ein Dank auch an den Förderverein und die Schulleitung, die das Projekt Galerie im Tulla seit 25 Jahren unterstützen. Ans Herz legen kann ich Ihnen auch die gleich verkauften Kataloge, werden hier gleich verkauft, die nicht nur das Werk, sondern auch deutsche und DDR-Geschichte erzählen und dokumentieren. So zum Beispiel einmal unser Grand Tour-Katalog, der liegt dann drüben aus bei den Katalogen, aber zum Beispiel auch dieser autobiografische Katalog von Moritz Götze. Wirklich ganz spannend, das ist gelebte DDR-Geschichte, bebildert noch dazu, ganz persönlich bebildert. Signiert vielleicht auch nachher. Ja. Gut. Wir würden Sie noch bitten, wenn Sie sich jetzt bewegen, dass Sie sich am besten im Uhrzeigersinn bewegen, quasi der Nummerierung folgend, sodass wir uns nicht ins Gehege kommen. Und ansonsten wünsche ich uns allen einen sehr schönen Abend und übergebe an Professor Hörisch.